Hast du etwas Unerklärliches gesehen, gefilmt oder fotografiert? Melde dich über unser Kontaktformular auf unserer Homepage www.hangar18b.com. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Jetzt geht's los! Hallo da draußen! Heute sprechen wir mit Alexandra. Wir freuen uns sehr darauf. Hallo Alexandra! Hallo liebes Hangar 18b Team. Ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen. Hallo Alexandra, uns ebenfalls. Du hast ja mehrere UFOs gesehen, du hast aber noch viel mehr in deinem Leben erlebt. Es begann in der Kindheit. Heute möchten wir mal ein bisschen über die UFO-Dinge sprechen, die du erlebt hast. Beginn doch einfach mal, wann hat das angefangen? Ja, wann hat es angefangen? Ganz früh, als Kind schon. Also wenn ich nachts geschlafen habe, man kennt das ja, als Kind, man liegt im Bett und hat Angst, sieht Geister und will dann zu Mama und Papa gehen. Und ja, das war immer das, wo ich sehr, sehr Angst davor hatte, auch nachts mich dann hinzulegen und zu schlafen. Ich lag also im Bett und dann gleich kurz nach dem Einschlafen schon merkte ich, dass irgendwas an meinem Bett gestanden hat. Und ich war dann immer wie versteinert, habe da wirklich Angst gehabt, dann auch meine Augen aufzumachen, habe sie dann aber irgendwann aufgemacht und habe dann ja kleine Geister um mich rumstehen sehen an meinem Fußende. Und die haben mich dann auch immer angefasst, mich mitgenommen. Ich bin dann aus dem Fenster rausgeschwebt, also zumindest das so, was ich mich daran erinnern kann. Haben irgendwas mit mir gemacht, mich irgendwo hingebracht. Ja, das hat mich immer sehr, sehr beängstigt. Und das war also meines Erachtens, ich kann mich gar nicht mal zurückerinnern, aber da war ich sehr klein. Und wenn ich dann wieder zurückgebracht wurde, bin ich öfters dann eben ins Bett gefallen oder manchmal auch daneben. Und die, was ich auch hatte als Kind, schon bis Jugendlicher, ich hatte sehr viel Nasenbluten gehabt und war auch immer oft beim Arzt gewesen. Bin dann auch untersucht worden und die konnten sich also keinen Reim darauf machen, warum das so war. Und es war also auch immer stark oder verstärkt eben gerade nach diesen, ich sage jetzt mal, Entführungen. Das kam ja jetzt erst so im Nachhinein raus, nachdem man eben viele Videos eben so gesehen hat oder sich auch mit Betroffenen dann ausgetauscht hatte. Aber das fing schon sehr früh an und da hatte ich auch, also ich war immer sehr verbunden mit, ich habe mich nie hier zu Hause gefühlt, das ist immer heute noch so. Und ich habe also schon viele Sachen gesehen. Also was ich jetzt noch mich ganz stark daran erinnern kann, es gab diese, ich glaube, UFO-Sichtungswelle einmal an der Ostsee. Ich weiß nicht, wann das war, 86 rum. Da gab es diese zigarrenförmigen UFOs. Da waren wir zu, ich weiß nicht, wie viele Leute da am Strand gestanden haben. Und die haben die gesehen. Das müsste diese Rostock-Gegend gewesen sein, dort an der Ostsee. Und wie gesagt, das begleitet mich schon immer. Also ich habe jegliche Art von UFOs schon gesehen, die man sich jetzt so vorstellen kann, beziehungsweise die auch in den Medien oder in den anderen Sichtungen auch schon erzählt wurden. Hast du hast gesagt Geister, also waren es ein anderes Wort für kleine Graue als kleines Kind? Kennt man vielleicht noch nicht die kleinen Graue? Genau, das kam mir dann auch so in der Hypnose. Ich selbst habe Hypnose, Therapie
gelernt und ich bin dann selber auch, man hypnotisiert sich dann eben gegenseitig auch und dann kam mir das auch. Also das waren ganz typisch diese Kleingrauen, aber es müssten auch größere dabei gewesen sein. Mhm. Mhm. Und so wie das auch erzählt wird, so war das auch bei mir, dass ich dann irgendwann mal aufgewacht bin und auch gespürt habe, dass ich eben auf einem kalten Tisch irgendwo lag, in einem Raum, der sehr, sehr hell beleuchtet war und die eben außen um mich rumstanden und wirklich auch was an mir gemacht haben, vor allen Dingen auch eben an der Nase. Mhm. Und dann kam mir das auch, dass das mit Sicherheit daran gelegen hat, damit was zu tun hat. Und also jetzt, ich sage jetzt mal, vor 10 Jahren hatte ich eine ganz intensive Erfahrung. Da war ich bei mir im Bett gelegen und da standen die Grauen eben an mir, haben auch da irgendwas gemacht und haben dann, ich bin auch aufgewacht wieder und hatte sehr viele Schmerzen. Mich hat das wirklich sehr, sehr schockiert, dass ich da zu Hause im Bett lag und die an mir da, sag mal, rumgedoktort haben. Mhm. Weil ich das eben nur kannte, dass man irgendwo mit hingenommen wird und dass dann dort was an einem gemacht wird. Das ist aber so, das wurde mir dann so gesagt, dass einem eben die Sicherheit gegeben werden sollte in einer gewohnten Umgebung, wenn man aufwacht. Das ist ja nur also eine Matrix, mhm, diese einen vorspielen, dass man keine Angst hat, dass man irgendwie jetzt in einem Schiff oder so ist. Mhm. Du hast gesagt, man hat was an deiner Nase gemacht. Bei dieser einen Begegnung, hast du nachher irgendwas festgestellt, dass da irgendwas anders war, oder? Also es wurde gesagt, dass da irgendwas eingepflanzt wurde. Der Hausarzt, der mich als Kind immer betreut hat, wie gesagt, die konnten da nichts finden, soweit nicht reingucken. Das Einzige, was ich immer gefragt wurde, hast du dir irgendwas in die Nase gesteckt? Weil die Wände von der Nase wohl erweitert wären und es deswegen, also das haben die Ärzte gesagt, mhm, ne, deswegen zu den Nasenbluten gekommen wäre. Mhm. Also das war immer so die Diagnose, die eben mein Hausarzt da gestellt hat. Aber die konnten sich nicht erklären, warum das so ist. Das Ganze ist ja jetzt schon hochinteressant und eigentlich müsste man da auf die nächste Ebene gehen, aber vielleicht zuerst noch, wir wollten ja über UFOs sprechen, was hast du denn von Auge gesehen, also spannende Dinge oder gab es das im Vorfeld zu diesen Entführungen? Oder? Also ich denke und vermute auch, dass das eben damit zusammenhängt, dass man, ich sage jetzt mal, ausgewählt wurde und dass man eben dadurch, durch diese Begegnung oder diesen Kontakt, den sie eben hergestellt haben zu mir, dass man da natürlich auch empfänglich oder sie besser sehen kann, weil sie ja entweder aus einer anderen Dimension kommen oder ja, sich auf jeden Fall, ich kann sie halt besser sehen dadurch, mhm, durch diesen Kontakt, den Sie ja hergestellt haben zu mir. Mhm. Den habe ich ja nicht freiwillig hergestellt, sondern Sie haben den hergestellt. Und ich denke, deswegen sehe ich vielleicht auch mehr als andere. Und also ich bin mal mit meinem damaligen Ex-Mann gefahren in so einem Waldstück. Und da war eine große Wiese. Und er hat auch sich mit solchen Themen beschäftigt. Also er war da auch sehr offen dafür, auch seine Eltern. Und wir sind gefahren und es war auf der Wiese etwas neblig. Und da haben wir ein, ich sage jetzt mal, UFO stehen sehen. Hm.
so ein ganz typisches und zwei, drei Figuren. Ich würde sagen, es waren Greys, aber man, wie gesagt, früher hat man sich da noch nicht so ausgekannt, aber die sahen so aus wie die, die mich auch immer abgeholt haben. Und aber das war ganz komisch. Also es war wie so Bodennebel und da stand dieses Gerät, Fluggerät, und wir sind dann vorbeigefahren. Wir wollten zwar anhalten, das ging nicht, es war so eine Schnellstraße. Wir mussten erst uns einen Platz suchen, so eine kleine Einbuchtung, wo wir dann hätten stehen bleiben können, weil wir wollten es uns ja angucken. Und als wir dann stehen geblieben sind und uns umgedreht haben und die Wiese war dann ein bisschen weiter zurückliegend, da war das schon weg. Deswegen haben wir uns dann gefragt, wir sind dann weitergefahren, haben wir das wirklich gesehen, war das wirklich so oder war das ja ein Trugschluss? Das war jetzt das, also Sichtung jetzt am Himmel sehe ich öfters, habe erst vor ein paar Tagen was gesehen. Es ist total unterschiedlich. Also ich habe schon Dreiecke gesehen, ich habe leuchtend rote Dreiecke gesehen, wie gesagt, diese zigarrenförmige. Was beeindruckend war, wir sind erst ja vor kurzem hier nach Dänemark gezogen, seit letztes Jahr im September. Und vorher haben wir in Nordholz gewohnt, das ist im Landkreis Cuxhaven. Und Nordholz hat einen großen Fliegerhorst. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da stationiert sind. Und das sind Hubschrauber, da fliegen aber auch Aufklärungsmaschinen. Und da gibt es wirklich viele Leute. Also ich habe sehr viele Leute getroffen, die auch was gesehen haben. Und ich muss sagen, das kam mir immer vor wie ein Hotspot. Wir haben da in der Nähe gewohnt, also am Deich. Ich hatte einen Blick auf den Deich gehabt. Das war westlich sozusagen den Blick, direkt auf Richtung Nordsee. Und der östliche Blick ging sozusagen zu dem Fliegerhorst. Da habe ich, also da haben wir sehr viele Sachen gesehen. Wir sind einmal von Cuxhaven Stadt nach Hause gefahren, über, ich sage es mal, über die Landstraße. Das sind so ungefähr 15 Kilometer. Und sind dann so auf der Mitte war ein, es war bewölkt, es war warm und heiß, es war so ein bisschen gewittrig und regnerisch, aber es hat nicht geregnet, es waren richtig dicke schwarze Wolken, aber es war auch Sonne, es war ganz komisch und ich bin mit meinem Mann da nach Hause gefahren und ich gucke sowieso immer in den Himmel, weil ja, also ja, es ist von Kind auf eben schon so, ne, weil ich ja schon öfters was gesehen habe. Und wir sind dann da gefahren auf der Straße und da war rechts ein Feld nach einem kleinen Waldstück. Und ich habe hochgeguckt in den Himmel und da war eine ganz dicke Wolke und dann senkte sich. Also wir haben erst gedacht, das ist ein ist so diese große Aufklärermaschine, da fliegt so eine riesengroße Maschine mit so einem, ich weiß nicht, so ein Senderpropeller oben auf dem Dach. Ich kann das nicht erklären. Ich weiß nicht, wie die heißen mit diesen Airbags oder so. Ja. Genau, irgend sowas Großes. Ja, aber es war so ganz typisch. Ich habe das Fenster runtergekurbelt, weil es sowieso warm war. Und man hat nichts gehört. Es war Totenstille, so wie man das wirklich kennt. Und das senkte sich aus der Wolke raus. Und es war grau. Es war kein Flugzeug. Und es hatte wie so Bullaugenfenster. Und man meinte wirklich zu sehen, weil man sagt nur, da sitzen Leute drin. Das ist ein Flugzeug, hab's aber, du hörst doch nichts. Man hat nichts gehört und es stand ja da auch. Also ein Flugzeug fliegt ja auch. Und
also es war kein Flugzeug. Ich habe gesagt, okay, da konnten wir wieder nicht stehen bleiben, wie immer. Mein Handy konnte ich nicht so schnell zücken. Es ging auf einmal nicht, so wie es wirklich oft gesagt wird. Man hat, entweder wird das unterbunden, dass man es nicht filmen kann oder fotografieren kann, wie auch immer. Auf jeden Fall wollten wir dann ein Stückchen weiterfahren, wo man dann auch stehen bleiben kann. Ich habe es die ganze Zeit beobachtet, es hat sich nicht bewegt. Also es kann kein Flugzeug gewesen sein. Und man hat wirklich gemeint, man würde Bewegung hinter diesen Fenstern, Bullaugen sehen. Also das war das Eindrücklichste, was ich jetzt fand. Leider, wie gesagt, konnten wir es nicht fotografieren. Ich habe es versucht, ich war so nervös. ich habe mein Handy nicht angekriegt, es fiel dann auf dem Boden und ich habe gesagt, wir müssen stehen bleiben, ich will das unbedingt filmen. Und mein Mann war dann auch nervös, aber es war dann weg, wo wir dann stehen geblieben sind. Aber es war bestimmt 2 Minuten zu sehen. Und wie nahe war euch das, also am nächsten Ort? Es war nah. 200, 300 Meter und es war riesig. Okay. Es war riesig. Wie groß schätzt du das? Also es war riesig. Also wenn ich jetzt hier, unser Grundstück ist 40 Meter lang, das war es mit Sicherheit. Okay, das ist groß. Das war riesig. Und das hat keine Geräusche gemacht? Nein, nichts. Und auch außenrum, es war so, wie es wirklich immer auch wieder beschrieben wird, es war Totenstille. Habt ihr da vielleicht bemerkt, dass es gibt ja diese verlorene Zeit, also dass UFO-Zeugen merken, dass sie irgendwie später nach Hause gekommen sind, als das eigentlich sein sollte? Hattet ihr sowas da? Nein. Okay. Konntest du was von der Form erkennen oder war das einfach nur dunkel, weil du von unten gesehen hast? Oder? Also die Wolke war sehr dunkel und das erschien mir eben so wie so ein silbergraues Flugzeug. Also es sah nicht aus wie ein Flugzeug, es war schon rund oder oval, würde ich jetzt sagen. Weil wir haben es von vorne gesehen. Und ein bisschen von unten so. Also, weil es tauchte so aus der Wolke raus. Das war eben komisch. Ich habe dann gedacht, okay, weil wenn die großen Transportflugzeuge und wie gesagt diese Aufklärer da geflogen sind, dann haben die ja manchmal diese großen Scheinwerfer auch angehabt. Ich habe gedacht, das wären diese Fenster oder ich sage jetzt mal Bullaugen dazu, die leuchteten von innen schon, aber das war kein Licht, wie man jetzt das von Scheinwerfer oder so kennt, dass es dann irgendwo was abstrahlt oder dass man es hätte auf der Wolke sehen sollen. Nee, das war nicht. Also es war wirklich abgegrenzt von der Wolke. Die Wolke war dunkler als dieses, was man da auch immer gesehen hat. Und es ging der auch in die Wolke rein. Also es tauchte praktisch wie unten aus der Wolke raus und ging auch da wieder rein. Das war alles. Und dann war es weg. Wie als hätte sie es in der Wolke getarnt. So. Und da habt ihr keinen Kreis in der Wolke gesehen, wo dann keine Wolke mehr war, sondern einfach wirklich schön hinein? Genau. Einfach in die Wolke, weil es war eine riesengroße Gewitter-Regenwolke, aber es kam da kein Regen raus, so als ich habe dann gesagt, also vielleicht ist die Wolke einfach auch nur projiziert worden, weil danach, da war außenrum nichts. Es kam auch kein Regen, es kam auch kein Gewitter, sondern es war eben nur diese große Wolke. Es waren zwar noch andere, bisschen dunklere Wolken da außenrum, aber es hat sich auch nichts angedeutet, dass es da jetzt regnen würde. Also ja, war merkwürdig. Habt ihr die Wolke noch weiter beobachtet? Ist die noch mal davon geschwebt oder? Nee, gar nichts. Die war einfach da und es hat sich dann wie aufgelöst, als das Ding weg war. Ansonsten war da jetzt nichts. Und ich weiß nicht, ob das davor oder danach war,
Da hatten wir, da waren wir dann am Strand und haben uns da mit Bekannten getroffen. Und ich habe dann darüber gesprochen, es müsste dann danach gewesen sein, ja. Und dann hatten wir, waren wir am Strand, da war Sonnenuntergang. Und wie wir nach Hause gefahren sind, ich und mein Mann, und dann haben wir auch in den Wolken, da hatte ich eben ein Foto gemacht, aber da war das schon so klein, erstmal ein relativ großes Dreieck gesehen, das, wo ich eigentlich gedacht habe, das leuchtet so orange, golden. Und das wurde aber im Nachhinein, wo ich dann das Foto angeguckt habe, eher wohl von diesem Sonnenuntergang angestrahlt. Mhm. Also es leuchtete nicht in sich selber, sondern wurde wohl, also die Sonne wurde, hat sich wahrscheinlich da drin reflektiert. Also kann sein. Aber es war so ein ganz typisches Dreieck mit drei Lichtern an der Seite. Und es war, als wir es zuerst gesehen haben, relativ groß. Ich weiß nicht, das war schon sehr hoch gewesen. Da fliegen ja auch die Flugzeuge jetzt von Hamburg oben drüber. Manchmal sind sie etwas niedriger und natürlich auch eben von dem Fliegerhorst da in Nordholz. Da sind auch so Passagiermaschinen, die da so ein kleiner, also neben diesem Fliegerhorst ist auch ein kleiner Sportflugplatz. Und da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht da was, aber das war es nicht. Das war was ganz anderes. Das stieg dann so schnell auf. Und wie gesagt, als ich es fotografiert habe, war es nur noch ganz klein. Man konnte das zwar auch gut ranzoomen, hat dann auch noch die Form gesehen, dass es ein Dreieck war und dass es auch eben dieses orange-rote Leuchten hatte. Mhm. Genau. Sehr spannend. Absolut. Alexandra, vielen, vielen Dank. Und das Ganze mit den Entführungen, das würden wir vorschlagen, gehen wir das nächste Mal an. Das ist hochinteressant und ja, vielen Dank für diese Ausführung über die UFOs und ja, in ein paar Wochen tiefer, wenn du magst. Also wir wären dabei. Sehr gerne. Ja, es gibt viel zu berichten. Ja. Freuen wir uns. Ja. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für die Möglichkeit, dass ich das erzählen konnte. Weil man trägt das ja immer sehr lange auch mit sich rum. Mhm. Und ich bin so froh, dass es eben so, ja, dass man die Möglichkeit hat, jetzt auch darüber zu sprechen, auch in der Öffentlichkeit zu sprechen, dass man da nicht mehr so belächelt wird. Weil ich bin ja schon auch ein bisschen älter und hatte nie die Möglichkeit, mich da auszutauschen. Das ist wirklich ganz schwierig in diesem Bereich. Und mittlerweile ist es aber so, ein Thema, dass man auch damit an die Öffentlichkeit gehen kann und nicht mehr belächelt oder sogar auch beschimpft wird. Absolut. Nee, danke dir für den Mut und für die Zeit. Also das ist wichtig, das sehen wir so, dass die Leute über das sprechen und wir können nur die Plattform geben, aber es braucht halt die Leute wie dich, die sich da den Mut nehmen und vor die Kamera sitzen und das erzählen. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank, schönen Abend, liebe Grüße. Bis dann, freuen wir uns auf das nächste Mal. Danke, liebe Grüße aus Dänemark. Tschüss. Tschüss.